Moin Moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video aus Mallorca. Ja, falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind Melinda und David, sind schon seit 10 Wochen mit unserem Van auf Mallorca unterwegs. Und in diesem Video soll es darum gehen, welche Top 5 Strände unsere Favorites sind. Ja, wir haben nicht alle Strände geschafft abzufahren, aber es gibt an jeder Ecke Mallorcas schöne Strände. Und deswegen, und schöne Buchten vor allem, die genau, sind sehr viele. Ja, deswegen geht ruhig auf Entdeckungstour, wenn ihr hier seid. Und wenn ihr so ein paar Anhaltspunkte braucht, dann ist dieses Video genau richtig für euch. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut euch doch auch unsere anderen Videos an. Da geht es nämlich um Vanlife und um Wandern und um ganz viele schöne Sachen, die man hier auf Mallorca tun kann. Genau, jetzt fahren wir erstmal zur Cala Torta. Und es ist sehr heiß, deswegen brauchen wir jetzt mal einen Sprung ins Wasser. Auf geht's, ich freue mich. There is something to be said about how you feel the room up. You walk on by and sting my heart with doubt. Did you notice how I fell hard? Ja, die ersten Kilometer ist die Strecke sehr, sehr schön und die Straßen auch sehr gut. Und die letzten 2 Kilometer ist dann halt nur noch so eine Schotterpiste. Ja, aber die meisten schönen leeren Strände führen durch Schotterpisten. Aber ich muss sagen, das kennen wir ja von Mallorca mittlerweile, dass die Straßen so sind. Das stimmt. Darauf muss man sich ja einstellen. Und irgendwie macht es ja auch Bock mittlerweile. Unser ganzes Haus wackelt dahin. Hätten wir jetzt ein Baby, dann wird es wahrscheinlich ruhig einschlafen. Gute Bremsen muss man hier haben. Unbedingt vorher testen lassen. Alter Verwalter, also wer sich die Strecke zutraut, der kann gerne hier runterkommen. Ich schaue mir jetzt mal den Platz hier an. Es sind ein paar Plätze für ja, so Vans wie uns da. Und es ist aber auch noch ganz schön viel los, deswegen laufe ich da jetzt mal zu Fuß nach vorne und gucke, ob wir da irgendwo parken können. Okay, also wir bleiben da wohl stehen, wo wir jetzt sind, denn hier weiter vorne zum Strand gibt es nicht wirklich einen Platz für uns. Und da hinten geht es jetzt auch gleich zum Strand, aber da gehe ich nicht ohne Melli hin. Die hole ich jetzt ab und dann schauen wir uns den mal an. Or will I stay here in the back and see how you squander your devotion? All the time I wish for more, a way to sweep you off the floor. The simple things we're made of. Also wir finden den Strand hier sehr schön, vor allem weil hier gar keine Hotels sind und weil hier sehr viel Grün und von Natur umgeben ist. Hier sind Berge und der Strand ist auch sehr weitläufig, also relativ groß für eine Bucht. Und das Wasser war heute auch sehr, sehr sauber. Und es gibt hier aber keine Strandbar, ne? Genau, ja, bedenkt, dass ihr was zu trinken oder was zu essen mitnimmt, weil es hier weit und breit nichts zu trinken oder zu essen gibt, beziehungsweise keine Strandbars, die euch versorgen. Und denkt an die Straßen, die so gehen. Thank you.
das war doch mal ein traumhafter Sonnenaufgang gerade eben, oder? Ja, wir sind dann gestern Abend vom Strand nochmal hier hochgefahren, gerade wegen dem Sonnenaufgang. Und machen uns jetzt gerade fertig und fahren jetzt schon zum nächsten Strand. Und zwar geht es jetzt nach Bethlehem, auch wieder in eine kleine versteckte Bucht. Wow! Jesus! Weil das Wasser so wackelt wie im Wind. Wir sind jetzt in Bethlehem. Das ist ein ganz, ganz kleines Dorf in der Bucht von Alcudia. Und zu dem Strand muss man ein bisschen laufen. Wir suchen jetzt gerade mal den Weg. Ich würde fast schon da schätzen. Und genau, hinter uns seht ihr diese schönen Berge. Und ja, das Wasser hier soll auch sehr schön sein. Das ist ein Geheimtipp von einer Fotografin, von der lieben Jana. Und da sollten wir unbedingt hingehen. Deswegen probieren wir jetzt mal das Wasser aus. Auf jeden Fall muss man ein bisschen hinlaufen, kann aber gut mit dem Auto herfahren. Probieren wir mal das Wasser aus. Probieren wir mal das Wasser aus, oder? Kühlen wir uns ab. Der Wanderweg war sehr anstrengend. Nein, Scherz, aber es ging schon ein bisschen runter. Man kam ein bisschen ins Schwitzen. Und jetzt kühlen wir uns ab und dann geht's weiter. Und wir überlegen, ob wir jetzt nackig ins Wasser sollen oder nicht. David sagt ja. Müssen wir dann verpixeln, oder? Das müssen wir schon, ne? Oder die sehen halt unseren nackten Hintern. Mal schauen. Das ist eigentlich ein Strand. Oh, das ist schön. Das ist halt so, das ist halt wirklich so eine Bucht, wo man halt wirklich auch fast einsam, klar sind vereinzelt Personen da, aber hier kann man sogar auch nackt baden gehen. Hier ist es einfach, man halt, der Weg ist halt auch schwerer hier runter, man muss halt schon ein kleines Stück wandern und deswegen, ja, ist es irgendwie schon so fast wie so eine einsame Bucht. Ist schon schön, das Wasser ist auch top. Und die nächste Bucht ist, oder der nächste Strandabschnitt? Das ist in Sonserra und das ist jetzt nicht eine Bucht, das ist schon ein etwas größerer Strand, aber... Genau, da gehen wir jetzt hin, ne? Genau, da gehen wir jetzt hin. Okay. So, jetzt sind wir auch an unserem letzten Strand, den wir euch empfehlen möchten. Und zwar sind wir jetzt hier in Sonserra de Marina. Und ja, wir finden den halt irgendwie schön, weil da so eine schöne Kulisse mit den Bergen ist. Weiter hinten ist noch so ein kleiner See, quasi gegenüber von dem Meer. Sieht irgendwie auch ganz süß aus. Und vorne ist auch eine ganz süße Bar. Man kann eigentlich direkt vorne an dem Strand parken. Und hier sind so ein paar Felsen und es ist irgendwie nicht so ganz touristisch. Es kommt immer so ein bisschen einheimischer rüber, der Strand. Auch wenn jetzt das Wasser, heute ist ein bisschen wellig, nicht so das türkiseste ist. Aber so für Surfen oder Kitesurfen ist es auch ideal.
wieder zurück im Auto. Auf jeden Fall war es richtig cool. Ja, ich bin jetzt so müde. Ja, wir haben zwischenzeitlich was gegessen und es hat uns einfach voll umgehauen. Ja, es war so spät, wir waren so ausgehungert und dann haben wir einfach viel zu schnell und viel zu viel gegessen. Ja, und weil es so spät war, konnten wir auch keine Drohnenaufnahmen vom Strand in Sonserra machen, weil da halt auch einfach schon zu viele Leute sind. Und ja, wir filmen halt keine nackten Leute, die dann da rumliegen. Und ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter für euch Richtung Platja de Muro und danach an die Cayo Agulla. Da waren wir schon vor ein paar Tagen mit der Familie, ja. Und werden das Ganze deswegen so jetzt zeigen. Ja. Genau. Und ja, wir hoffen, euch gefallen die Strände und dann sehen wir uns danach wieder. Die Playa del Muro ist ein schöner, großer, weitläufiger Strand, der auch sehr kinderfreundlich ist, da das Wasser nicht schnell tief wird. Die Parkmöglichkeiten sind auch sehr gut, es gibt auch Bars zu finden und es liegt schön im Grün, also es sind keine Hotels hinten dran, sondern es sind eher so Wälder und viel Grün. An der Cayo Agulla haben wir Anfang Mai unseren Hochzeitstag gefeiert und irgendwie ist für uns die Cayo Agulla einer unserer Favorite-Strände, weil das Wasser ist einfach unschlagbar türkis. Also es gibt keinen anderen Strand, den wir gesehen haben, der so tolles, so klares und türkises Wasser hat. Anfang Mai war der Strand auch noch relativ leer und wir konnten auch noch kostenlos dort parken und übernachten. Ab den 1. Juni sind dann so Häuschen, da muss man halt auch 5 Euro für die Parkgebühren zahlen. Für ein Auto, Camper bezahlen 12 Euro. Die Nacht ist aber doch kostenlos, also wenn man halt erst ab 19 Uhr dorthin fährt und um 7 Uhr morgens wieder zurück, also rausfährt, wäre die Nacht auch kostenlos. So, zum Schluss möchten wir euch noch einen sechsten Strand vorstellen. Und zwar ist das die sogenannte Drei-Finger-Bucht, auch Porta Wels genannt, wo wir auch super mit dem Camper stehen konnten und sehr ruhige Nächte hatten. Das ist von Palma de Mallorca circa eine halbe Stunde entfernt und man fühlt sich sehr in der Natur, schläft direkt über der Bucht und hat eine atemberaubende Aussicht. 1, 2, 3. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr hier auf Mallorca seid, dann sagt uns doch Bescheid, welche Strände ihr besucht habt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und? Scheiß gesagt. Ich weiß nicht. Was willst du noch sagen? Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Tschüss. Das kann man so lassen.